Kurz nach 8 Uhr morgens das erste Kommando. Maschine ganz langsam voraus. Im Maschinenraum übernahm der Wachgänger das Kommando. Behutsam, fast liebevoll fuhr er die Turbinen an. 60 Umdrehungen pro Minute, keine Experimente. Diesen Moment wollte kein Mann vom Maschinenpersonal versäumen. Alle schauen wie gebannt hinunter zur Turbine. Ja, die Steuerbordwelle dreht sich. Das traditionelle Auf Wiedersehen der Schiffsbegrüßungsanlage in Schulau an der Elbe. Wie kalkuliert man nun eine solche Reise? Großes Risiko, eine Fahrt ins Ungewisse. Werftvorstand Dr. Paul Volz. Angst haben wir nicht, aber Herzklopfen und Spannung ist zu Beginn einer solchen Probefahrt schon drin. Wir sind gespannt mit allen Ingenieuren, die an diesem Schiff tätig waren, ob nun alles sich so erfüllt, wie wir es sorgfältig vorgeplant und durchkonstruiert haben. Auf halbem Wege zwischen Hamburg und Cuxhaven, Ankermanöver. Nächster Programmpunkt, das Kompensieren. Die großen Eisenmassen eines jeden Schiffes können das Magnetkompasssystem stören. Etwaige Abweichungen werden hier jetzt festgestellt. Der Peilkompass genau justiert. So eine Schiffsmaschine, auch wenn sie zusammen über 22.000 Wellen PS leistet, wird so behutsam eingefahren, wie es auch Herr Jedermann mit seinem neuen Automotor tut. Und so dauert es auch einen halben Tag, bis man sich entschließt, von der behutsamen Handsteuerung umzuschalten auf die elektrische Steuerung. Jede einzelne Funktion der Maschinenanlage wurde bei jeder Fahrtstufe gemessen und in einem Computer gespeichert, für den Fachmann zugleich entschlüsselt aufgezeichnet. Dort, wo man aus übergroßer Vorsicht mögliche Fehler vermutet hatte, dort fand sich nichts. Die Schiffsmaschine arbeitete einwandfrei. Bei der Auftragsvergabe hatte die deutsche Atlantiklinie eine Reisegeschwindigkeit von 22 Knoten gefordert. Bei einer Leistung von 23.000 Wellen PS, einer Umdrehungszahl von 137 in der Minute, lief die Hamburg bei dieser Probefahrt 24 Knoten. Das sind fast 50 Kilometerstunden. Ein schnelles Schiff. Ja, aber wie liegt es denn bei schwerer See? Das Zaubermittel gegen Seekrankheit heißt heute Stabilisatoren. Mitten im Skagerrak wurden sie ausprobiert. Stabilisatoren, das sind zwei mächtige Flossen, die unter Wasser an Backbord und Steuerbord aus der Schiffshaut herausgeklappt werden und die dann, wie die Flossen bei einem Fisch, gegen den Wellenrhythmus anarbeiten. Das Schiff bleibt ruhig. Hier schaukelte man die Hamburg auf. Mit Hilfe der beiden Flossen schlingerte die Hamburg angsterregend bis zu einer Schlagseite von 20 Grad. Den Technikern bereitete dieses Manöver großes Vergnügen. Und im Vertrauen, mehr als ein Mann wurde bei dieser Schaukelei seekrank. Und als man dann ernst machte, die Flossen umschaltete und sie gegen die Schlingerbewegungen arbeiten ließ, da lag das Schiff innerhalb von 10 Sekunden wieder völlig ruhig. Die Werftprobefahrt ging zu Ende. Ehrlicher Grund, auf ein gutes Ergebnis anzustoßen. Und früher wie heute klingen die alten Shanties dem Seemann aus dem Herzen. Rolling Home.